Guten Abend, liebe Freunde der Nacht. Ja, und wieder geht's weiter. Freie Energie immer noch und immer wieder. Ja, jetzt habe ich mal gedacht, wenn jemand ganz neu in die Materie einsteigt, können wir erstmal einen ganz kurzen Überblick darüber machen, sodass die Leute da einsteigen können, wo sie selber noch ein bisschen Wissen davon haben, sagen wir so. Also wir fangen beim Schulwissen an. Okay, und da müssen wir ganz weit zurück in die Stromentdeckung. Und zwar gehen wir bis ins 17. Jahrhundert zurück. Ne, 18. Jahrhundert war das schon. Michael Faraday gab es da. Vielleicht kennt ihr den noch aus dem Unterricht. Faradayscher Käfig und so, ne? Ja, und dieser Typ, wo ist er? Moment. Da ist er. Da ist der Herr Faraday. So schaut er aus. Da ist er geboren. Aha. Jawohl. Und der Herr Faraday hat diesen Homopolargenerator entwickelt. So schaut das Teil aus. Auf den ersten Blick mal noch nicht sehr vielsagend, ne? Aber im Grunde total einfach das Teil. Und verblüffend obendrein. Hätte ich sowas nur in der Schule gelernt. Na gut, okay. Homopolargenerator. Hier ist ein besseres Bild davon. Jawohl, im Grunde geht es eigentlich nur darum. Hier in der Mitte haben wir eine Kupferplatte, die dreht sich in einem Magnetfeld. So, und jetzt kann man zwischen der Welle und der äußeren Scheibe, da ist dann so ein Schleifkontakt drauf, eine Spannung abnehmen. Es ist eine ziemlich geringe Spannung, aber jetzt kommt das Verblüffende an dem ganzen Teil. Je schneller man das dreht, desto mehr Stromstärke kommt dabei heraus. Ja, nimmt man jetzt einfach mal so hin, ne? Das war halt früher was ganz Neues gewesen und von Elektrizität hatten die Leute sowieso noch keinen blassen Schimmer. Und 40 Jahre später hat sich dann ein gewisser... der James Clerk Maxwell damit beschäftigt und hat auf der Basis seine berühmte Transformatorengleichung entwickelt. Ja, auf der eigentlich unsere ganze heutige Elektrizitätsphysik basiert, wenn wir es mal so sagen. Konstantin Meil hat sehr schöne Ausführungen darüber gemacht. Kann man sich wirklich reinziehen von ihm, diese Vorträge. Bringt einen schon ein bisschen weiter. Jawohl. Aber dieser Herr Maxwell hat, wie gesagt, ich glaube, nur die Hälfte von dem verstanden, was man mit diesem Teil eigentlich noch so alles machen kann. Ich meine, überlegt mal. Das Teil hier in der Mitte hat absolut keinen Widerstand. Keine Lüfterräder, kein überhaupt nichts. Und jetzt kommt es nur auf die Drehzahl an. Es kommt nur auf die Drehzahl an. Ja? Naja, so weit, so gut. Tja, dafür fehlt aber nach wie vor die Physik, dass sowas geht. Ja, Faraday hat es 1800 irgendwann schon entwickelt oder 1700 irgendwann, ist er sehr morscht, aber jedenfalls schon vor mehreren hundert Jahren. Und trotzdem rätseln wir immer noch rum. Ja, diese Leute aus den Kernkraftwerken sind ja wirklich keine dummen Leute, ne? Wirklich nicht, also es gibt einige, die haben wirklich was auf dem Kasten, bin ich überzeugt. Auch wenn ich da noch keinen kennengelernt habe. Ich habe meine Nase gefasst, also stimmt das halt ganz, vergesst es am besten. So, jedenfalls kamen die irgendwann dahinter, dass beim Zerfall ihrer Neutronen ihre Energiebilanz nicht aufgeht. Also irgendwie war irgendwie mehr Energie da, als hätte da sein dürfen beim Zerfall dieser Neutronen. Und die große Wissenschaft hat sich gedacht, na gut, müssen wir rausfinden. Und haben dann Experimente gestartet. Das eine war in Kamiokande gewesen und das andere Kamiokande, ach, die zwei bringe ich immer durcheinander. Gran Sasso, genau, Gran Sasso hieß das andere, genau. Da saßen also Wissenschaftler dort und haben in riesengroße Wassertanks geguckt. Weil nämlich es eine Theorie gab, die eben besagte, dass es ganz kleine, winzig kleine Teilchen geben sollte,
Konstantin Meil nennt die Neutrinos, andere Wissenschaftler haben andere Bezeichnungen dafür. Bleiben wir erstmal bei den Neutrinos. Die sind so winzig klein und so super schnell, dass wir die mit unseren Messgeräten gar nicht erfassen können. Angeblich sollen die mit über Lichtgeschwindigkeit durch den Raum wuseln, alles fast ohne Widerstand durchdringen, also auch durch unsere Erde machen sie durch. Ja, der größte Produzent von solchen Neutrinos, neben der Sonne und anderen großen energiereichen Gestirnen, sind schwarze Löcher, komischerweise. Ja, aber das wird dann Konstantin mir auch viel besser erklären. Bleiben wir erstmal bei diesen Neutrinos und bei den Wissenschaftlern, wie sie dann versucht haben herauszufinden, was das denn eigentlich war oder ist. Ja, da saßen die also vor so einem riesengroßen Wassertanks und haben reingelunzt und überall rundherum waren Fotodioden oder Fototransistoren gewesen. Jedenfalls konnten die dann immer schön Fotos machen von diesen Luftbläschen, die sich da bildeten im Wasser. Durch die Neutrinos eben. Ne? Okay, ja. Aber da kann Konstantin Meil auch viel, viel bessere Erklärungen dazu liefern als ich. Vor allem viel anschaulicher. Ich will jetzt erstmal bei dieser Nutzung der Neutrinos bleiben. Also für mich ist ja erstmal klar, dass es die gibt. Die schwirren hier überall rum, in alle möglichen Richtungen. Jetzt kommt es für uns nur drauf an, diese Supergeschwindigkeiten in eine für uns fassbare Geschwindigkeit umzuwandeln. Erstmal, dass wir die mit unseren Messgeräten erfassen können und damit wir auch ein bisschen Energie damit erzeugen können. Jawohl, so, und wie macht man das? Die Natur hat sich da mehrere Mittel ausgedacht. Watzels Fritz hat mir da was Schönes gezeigt, und zwar eine Feder von den Vögeln, die angeblich alles kleines lauter Düsen sind. Überall kleine Plus, Minus, Plus, Minus, Plus, Minus Stellen an der Seite. Und so macht die Natur praktisch diese Neutrinos für sich als Energie nutzbar. Das heißt, die Vögel brauchen wahrscheinlich wirklich nicht ganz so viel Energie, wie das für uns aussieht, sondern sie werden wahrscheinlich wirklich geflogen, so wie es Viktor Schauberger ausdrückt. Ja gut, okay, wie bringen wir die Neutrinos in eine für uns gerichtete Form? Ja, wir könnten es, so wie wir es eigentlich die ganze Zeit schon machen, ne? Eigentlich nutzen wir die ganze Zeit schon freie Energie. Halt nur noch nicht richtig effizient, weil wir es nicht so richtig kapieren. Wir bringen die durch rotierende Magnetfelder in eine Bahn und in unsere Spulen rein. Ja, jetzt haben wir das die ganze Zeit so gemacht, damit wir praktisch... Wo haben wir eine Spule? Okay, da haben wir eine Spule. Jawohl. Und da ist unser Magnet. Kleiner Magnet. Und unser bisheriges Projekt, Moment, wir brauchen noch was in der Spule. So, in der Spule haben wir meistens noch Eisen drin, nicht? Genau, das ist unser Eisen. Jawohl. Komm her, Eisen. Halt. So. So, da ist unser Eisen in der Spule. Da ist Draht drumherum gewickelt. Ne, könnt ihr euch vorstellen, hier haben wir unser Magnet, der hier dran vorbei macht. Vroom. Manchmal sind es auch Spulen, die, wo Strom drauf gegeben wird, dann wirken die auch als Magnet, aber es ist genau dasselbe Prinzip. Und im Moment, wo das hier vorbei macht, wird der Magnet angezogen. Entschuldigung. Also du brauchst eine Kraft, um den hier dran vorbeizudrehen. Ja? Genau, das ist unser heutiges ganz normales Prinzip, wie wir unseren Strom herstellen. So, jetzt gibt es aber einen kleinen Trick. Was sich da einige Leute gedacht haben, finde ich gar nicht mal so blöd, und es scheint wirklich ganz gut zu funktionieren. Wir werden sehen, wie weit man das treiben kann, das ganze Teil. Und zwar, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass auf dieser schwarzen Seite der Nordpol ist. Nordpol. Na? Dann haben wir hier so eine Art Südpol im Eisen drin. Ja, jedenfalls wird es angezogen. So, und was hindert uns jetzt eigentlich daran, einfach hinten auf dieses Eisen, na, komm her, hinten auf dieses Eisen einen Magneten drauf zu poppen, pop, der auch mit Nordrichtung hier gegen gepolt ist. Praktisch, dass hier vorne dann ein kleiner Nordpol entsteht, dass hier Nord und Nord gegenüber sind. Dann hat man hier, wenn man diesen Punkt richtig einstellt, irgendwo einen Nullpunkt, und es wird trotzdem Spannung induziert in die Spule. Und jetzt kommt es eben nur auf diese Drehzahl an, auf diese Geschwindigkeit, mit welcher Geschwindigkeit dieses Teil dann hier vorne vorbei macht.
Das ist jetzt der einzige Punkt, der erreicht werden muss. Die Drehzahl muss stimmen, die Anzahl der Spulen muss stimmen. Ja, und dann könnte es schon so sein, dass da mehr Energie rauskommt, als der Motor zum Antrieb braucht, oder? Mal ganz logisch überlegt. So, machen wir eine kleine Vorführung. Das ist Segelohrenbordmaschine, die zweite. So, wie ihr von der ersten noch kennt, wo haben wir sie? Da ist sie. Ach, alles ganz schön dunkel. Moment, wir gehen woanders hin damit. Jawohl, gehen wir hier runter damit. So, also, was wollte ich hier noch dazu erklären? Genau, richtig, jawohl. Also, es blinkt ja so schon mal sehr wunderbar, sehr hell, ohne irgendeinen Stromanschluss, ne? Das ist schon Wahnsinn. Das ist übrigens eine Spule für 220 Volt, sehr hochohmig. Die geht am allerbesten, die bringt die allermeiste Spannung raus. Und bei der ist ganz verblüffend, selbst wenn wir hier den Magneten komplett aus der Spule rausdrehen, ne? Also, was heißt der Magnet? Der Magnet und das Weicheisen sind jetzt komplett hier in diesem Teil drin, praktisch nichts steckt vorne in der Spule drin. Und selbst dann wird Spannung induziert. Und hier wird absolut keine Kraft übertragen. Das Einzige, was diesen Motor jetzt noch bremst, sind diese, weil er als Bedini-Motor aufgebaut ist, diese inneren Magnetfelder. Ja? Okay, das erstmal als erstes. So, und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich diese Bedini-Motoren so verhalten. Ah, die hier kommt später ins Spiel, machen wir erstmal nur das hier. So, hören könnt ihr alle halbwegs ein bisschen was. Okay, noch einmal ganz kurz als Erklärung. Also, ganz normaler Bedini-Motor, ganz normaler Lüftermotor als Bedini-Motor umgebaut. Magneten auf die obere Seite draufgeklebt. Magneten auf die, wo haben wir sie? Wo sehen wir ein paar? Unten sind auch ein paar, ne? Unten Spulen, oben Spulen. Alles sammelt sich hier außen auf diesen zwei Kupferringen. Alles mit Gleichrichtern. Ich glaube, das geht noch ein bisschen effektiver, aber mir ist erstmal keine blödere Methode eingefallen. So, also kommt dann hier unten Plus raus und hier ist dann die Minusseite. Na? Alles klar. Der Anschluss ist am Ausgang vom Bedini angeschlossen, also am ganz normalen Transistor-Ausgang oben über die Diode, wie es in der Bedini-Schaltung eingezeichnet ist. Und dann habe ich ja noch eine extra Parallelwicklung auf den Motor drauf gemacht, die hier unten rauslunzt. Aber die kommt später ins Spiel, weil die ganz effektiv ist für Zündspulenbetrieb. Okay, dann wollen wir anschmeißen. Unten ist... Sollen wir das lassen? Also dann, wollen wir den Bedini mal hochregeln?
Also alle die, diese ganzen LEDs hier außen, die werden jetzt schon dieser freien Energie erzeugt, wenn wir es mal so sagen. Also es ist fast kein Widerstand. Ich muss den optimalen Abstand zwischen diesen Magneten hier noch rausfinden. Und die Drehzahl noch ein bisschen erhöhen, da muss ich die Unwucht rauskriegen aus dem, naja, sowieso nur so ein Zwischenprojekt, um zu probieren. Also gibt es noch viel zu optimieren. So, die leuchten aber schon ganz gut, das ist aber eh der Ausgang vom Bedini-Motor. Jawohl, na gut, wollen wir mal ein bisschen rumregeln, mal gucken, was noch so passiert. Aber ihr könnt euch ja selber so ein Ding basteln. Macht echt Spaß damit rumzuspielen. Die Punkte rauszufinden. Das ist übrigens ein 50K-Potti. Schönes Steiges. Okay. Na da. Wollen wir die Leuchtstofflampe mal ins Spiel kommen lassen? Also, an die parallele Wicklung, die ich auf den Bedienungen noch aufgedreht habe, schließen wir jetzt einfach mal die Leuchtstofflampe an. So. Hier hinten gehen wir ran. Das mal an. Also ganz normale Zündspule. Wo steht's? Ford. Da, Ford Zündspule 12 Volt. Plus und Minus. So, na gut, zwei Schrauben, ganz professionell ist das, ne? Das sieht aber schon mal nicht schlecht aus. Das sind übrigens ganz stinknormale Energiesparlampen. Einfach dieses scheiß Elektronikzeugs unten weggenommen. Solange die Röhren noch gut sind, kann man die ewig nehmen. So schaut es dann aus, von hinten. So kann man die dann in die Zündspule reinstöpseln. So, ich bin ja mal gespannt, wie viel Strom das Teil zieht, werde ich aber später noch rausfinden. Da leuchtet nonstop der Ausgang. Hier leuchtet natürlich gar nichts mehr, weil ich da den Motor nicht dreht. Wie gesagt, diese LEDs, die sind nur mit diesen Spulen, mit diesen Magneten hier in Verbindung und das ist Bedini-Technik. Ah, das kennt ihr ja eh schon. Jawohl. So, na denn. Das ist dann das neueste Projekt. Ja, erstmal das Gefeature ein bisschen ausmachen. Gut. Okay, so kann man auch rausschalten. Strom abklemmen.
Das war übrigens 12 Volt Versorgungsspannung, ne? Ganz normal. So, und das soll dann das neue Projekt werden. Mit mehreren tausend Umdrehungen, als Bedini-Motor angetrieben. So, und jetzt habe ich genau dasselbe Problem wie der liebe Fritz. Die liebe Unwucht.